Weiter. Sind alles Verurteilte. Wir befinden uns vom Dogenpalast aus gesehen auf der linken Seite der Seufzerbrücke, die in zwei Gänge unterteilt ist, rein und raus und getrennt durch eine Mauer, weil man verhindern wollte, dass jemand sich sah oder miteinander irgendwie kommunizierte. Die Brücke und der neue Gefängnistrakt wurden um 1600 erbaut. Du musst jetzt seufzen. Ihr werdet später noch verstehen, warum sich Gefangene, die hier untergebracht wurden, noch glücklich schätzen konnten. Denn bis dato gab es nur Gefängnisse im Dogenpalast, im Keller oder unter dem Dach, die Piombi und Pozzi. Das war alles, was Sie noch gesehen haben, ja? Für den einen oder anderen Gefangenen vielleicht der letzte oder vorletzte Blick. Links der Dogenpalast, rechts das Gefängnis. Hier also vom Eintritt in den Gefängnistrakt nochmal ein Blick gegenüber auf den Dogenpalast und links die Seufzerbrücke. Wir gehen also jetzt durch den gesamten Trakt, der sich über mehrere Etagen hinzieht. Es ist schon bedrückend und man sieht auch, wo man es nicht mehr deutlich sah, hat man es nochmal deutlich gemacht. Alles das, was die Gefangenen an die Wände geschrieben haben, da sind auch Zeichnungen dabei. Es wurde auch in den Stein eingeritzt. Bei jeder Zelle hat man so ein Kopfkino. Wozu waren die Löcher? Wer und wie war man da wohl angekettet? Wie viele Leute waren wohl untergebracht? Warum sind die Türen teilweise so tief angebracht? Bedrückend halt. Wer hier einsaß, saß entweder seine Strafe ab oder wartete auf die Verhandlung. Eine Verurteilung zum Tode wurde sofort verkündet, und zwar zwischen den beiden roten Säulen vorne am Platz am Dogenpalast. Das Urteil wurde sofort vollstreckt, und zwar geschah dies am Anfang des Platzes zwischen diesen beiden hohen Säulen. Es gab je nach Schwere des Vergehens Hängen, Köpfen oder Vierteilen. Die Gevierteilten wurden über den Platz gezogen, die anderen verblieben da einige Tage zur Abschreckung. Keiner der Verurteilten erfuhr jemals den Grund. Ein zum Tode Verurteilter konnte seine Freiheit gewinnen, wenn er
eine bestimmte Säule, auch vorne am Palast, auf dem Sockel stehend, mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen umrunden konnte. Wenn er nicht im Wasser, was damals bis vorne anging, ertrank, sofort wurde er rausgefischt und sein Urteil dann verstrickt. An Grausamkeit nicht zu überbieten, und selbst heute sieht man noch Touristen, die das versuchen, denn es hat über die Jahrhunderte noch niemand geschafft. Am Ende des Videos zeige ich euch diese Säule. Und warum hatte man noch, ich kann es eigentlich gar nicht aussprechen, Glück, wenn man in diesen neuen Gefängnistrakt kam? Bis 1600 gab es nur wenige Gefängniszellen und die waren im Dogenpalast. Einmal unten in den Kellern und die anderen waren unterm Dach. Unten in den Kellern war mehr oder weniger garantiert, dass man in der Nässe saß oder stand, je nach Höhe des Aquaalter. Und zudem waren die unteren Zellen auch noch von oben bis unten mit Holz ausgekleidet. Das heißt, die Feuchtigkeit war immer da. Als minimales Entgegenkommen legte man unter die Pritschen Steinklötze, wie wir es hier auch schon gesehen haben, um zu vermeiden, dass die Gefangenen auf dem Boden mitten im Wasser lagen und so wenigstens etwas erhöht waren. Das waren die Pozzi, von Pozzo, dem Brunnen. Dann gab es die Piombi unter dem Dach. Die waren so, dass man vielleicht nicht mal stehen konnte, unerträglich heiß im Sommer, unerträglich eiskalt im Winter. Und warum? Weil das ganze Dach mit Blei abgedeckt war. Übrigens war Casanova in einer dieser Zellen. Jeweils auch eine Ansicht davon später. Das Gefängnis war nötig, weil Venedig schon im Abstieg begriffen war. Der Handel ging zurück. Das, was Venedig auszeichnete, die Glaskunst, Webereien, der Buchdruck und der Schiffbau im Arsenal. Deshalb hatten viele Leute keine Arbeit mehr, die Armen wurden immer mehr. Sie lebten oft auf den Straßen, die voll waren mit Dieben und Bettlern. Verhandlung. Jetzt sind wir in der untersten Etage. Es wurden die Herren der Nacht eingeführt. Spezielle Polizei, die sich nachts auf den Weg machte, um die Straßen zu räumen. Manche gingen ins Gefängnis, viele andere aber ins Wasser. Die, die noch über Reichtum verfügten, zogen jetzt zusammen in die Palazzi, sprich Geschwister mit ihren Familien wohnten plötzlich zusammen. Geheiratet wurde so gut wie gar nicht mehr. Denn um zu vermeiden, die Aussteuer zu zahlen und Feste auszurichten, wurden die Töchter in Klöster geschickt. Venedig verlor seine Vormachtstellung im Mittelmeerraum dadurch, 1400-1500 wurde die neue Welt entdeckt. Und Länder wie England, Spanien, Frankreich und Holland hatten ihre eigene Flotte. Handelsschiffe und Kriegsschiffe. Es gab eine Schlacht nach der anderen und Kriege und man verlor sämtliche eroberte Ländereien in Griechenland, Zypern, Kreta, die östlichen Gebiete. Weil wir hier auf Höhe des Wasserspiegels sind, da sehen wir sie wieder, die Erhöhung, die Klötze. Meinst du, das war die Zimmer? Da ist sogar eine Krone aufgezeichnet. Ja. Questo lo. Die hat ein Wasserbänder. Da kommt die Brücke wieder.
Nee. Und er durfte dann malen. So, hier sehen wir gleich in den Innenhof. Hier waren dann auch Räumlichkeiten für die Wächter. Und damit ist der Rundgang dann auch gleich vorbei. Trotz der schwierigen Situation zeigte man sich in den pompösesten Kleidern, legte den besten Schmuck an, besuchte Opern, veranstaltete trotzdem Feiern, als wenn man das alles gar nicht wahrhaben wollte. Venedig war dem Untergang geweiht, aber die Dekadenz muss überbordend gewesen sein in der Zeit. Mach doch mal auf. Schiffe, weil du siehst, was? Genau hier. Hier ist das Wasser. Direkt nach dem Aufenthalt habe ich mir ein Buch gekauft von Philip Longworth, Aufstieg und Fall der Republik Venedig. Das war deshalb so begeisternd, weil es nicht nur aufgezählt hat, wann war das und, sondern da sind so viele Alltagssituationen beschrieben, wie viel jemand verdient hat, wie viel ein Brot gekostet hat, was man gemacht hat in Zeiten der Not, der Pest und wie man ab und zu dem Papst mal ein Schnäppchen geschlagen hat, wenn man seine Forderungen nicht erfüllte. Unter anderem ist da auch beschrieben, dass Venedig wohl die Meister waren darin, sich Gebeine und Reliquien von allen Heiligen überall zusammenzustehlen und mittlerweile wohl die Stadt mit den meisten heiligen Überresten ist. Ich glaube sogar, es war ihr heiliger Markus, den sie angeblich in einer Tonne unter rohem Fleisch versteckt gestohlen haben sollen. Ich zitiere mal das Cover. Die Republik Venedig bestand mehr als 1000 Jahre. Von der ersten Besiedlung der Inseln im 5. und 6. Jahrhundert bis zum Höhepunkt venezianischer Macht im 15. Jahrhundert errichteten die Kaufleute und Seefahrer ein Imperium, das von Zypern bis zu den Alpen reichte. Unter dem Zeichen des Markuslöwen segelte eine mächtige Kriegsflotte venezianische Diplomaten, Genossen an den europäischen Höfen höchstes Ansehen. Alle Waren des Ost- und Westhandels gingen über die Lagune. Unerhörter Reichtum machte Venedig zu einer Stadt von orientalischer Pracht, die nichts von ihrer Faszination verloren hat. Unter dem Druck der Osmanen verlor sie fast alle ihre Besitzungen. Der einst so blühende Handel versiegte. Und er schließt mit den Worten: Und als ob die Stadt sich schäme, zieht sich Venedig mit all ihren großen Schätzen wieder ins Wasser zurück. Dies ist einer der Räume, die damals für die Wächter waren. Ab in die Seufzer, rücke mit dir. Du darfst den Frieden haben. Also auch wenn du da stehst am Eingang, guck mal, dann siehst du die. Auch wieder interessant, wer vor dem Gang nach draußen stand, schaute sofort auf Richter und Advokaten. Und bevor wir uns jetzt wieder nach draußen bewegen,
hatte ich ja noch was versprochen. Die Gefängniskammer unten im Keller des Dogenpalastes und hier eine unter dem Bleidach. Und das ist der Sockel der berühmten Säule, die umrundet werden sollte.